ich bin im Auto hinten gesessen und habe so durch die Windschutzscheibe rausgeschaut auf die etwas verschneite Fahrbahn. Es war schon finster draußen, die Straße ging so leicht bergab und vor uns etwas weiter entfernt eine Rechtskurve. Es war einfach still im Auto, wir waren zu viert. Als der Fahrer plötzlich etwas gesagt hat, was mich ein bisschen verwirrt hat. Er hat nur ein Wort gesagt. Oje. Und ich habe rausgeschaut aus der Windschutzscheibe und habe mir gedacht, warum sagt er oje? Was ist los? Ja, ich habe gesehen, wie das Auto leicht in Richtung Gegenfahrbahn sich hinbewegt hat. Aber ich habe mir gedacht, der Lenker kann ja zurücklenken, kein Problem. Und das hat er dann auch gemacht, aber das Auto ist dabei ganz leicht ins Schleudern gekommen. Und aus dem leichten Schleudern wurde mehr. Ich habe dann gesehen, wie die Scheinwerfer eine Gartenhecke vor uns angeleuchtet haben. Da hat der Fahrer einmal noch das Lenkrad herumgerissen und dann haben die Scheinwerfer so über den linken Straßenrand hinweg ins Nichts geleuchtet. Es war eine Böschung vor uns und dann habe ich mir meine Augen zugemacht. Mein Gehirn war ganz klar, war ganz da und ich habe alles miterlebt, was hier passiert, aber meine Augen waren geschlossen und ich habe mich irgendwie ganz eigenartig gefühlt. Ich hab nicht gewusst, was passiert. Es war so ein seltsames Gefühl. Ich habe dann ein Klirren gehört und ich habe gewusst, oh, das ist jetzt ein Unfall. Und es war für mich wie eine Ewigkeit, gefangen in dieser Situation zu sein. Irgendwann einmal war es mir dann zu viel. Ich habe dann meine Augen geöffnet und habe gesehen, wie sich die Motorhaube mit der Motorhaube das ganze Auto natürlich vorne so aufgestellt hat. Und ich habe in dem Moment gewusst, wir überschlagen uns die Böschung hinunter. Und der Anblick war für mich so erschreckend, dass ich dann die Augen zugemacht habe und einfach weiter da gesessen bin und nur gewartet habe. Es war eine ganz große Krise. Eine Krise, wie wir heute auch erleben. Vielleicht empfindest du es ähnlich. Wir sind gefangen in dieser Situation und wir können nicht aus. Wir wissen nicht, was kommt. Wir wissen nicht, wie es weitergeht. Und es scheint manchmal unendlich zu sein, ewig. Und wir haben Angst. Wahrscheinlich hat das Überschlagen nur ein paar Sekunden gedauert. Und plötzlich war alles nur mehr still. Das Einzige, was ich gehört habe, sind die Scheibenwischer, die noch immer versucht haben, die Windschutzscheibe sauber zu wischen. Die Windschutzscheibe, die längst nicht mehr im Auto war, weil sie durch den Unfall aus dem Auto rausgedrückt wurde. Wir sind dann alle vier aus dem Auto rausgekrochen, vorne über die ehemalige Windschutzscheibe. Und wir standen, vier Personen, vor einem völlig kaputten Auto, ein Wrack. Und niemand von uns hatte einen Kratzer. Wir waren alle heil. Und das war für mich ein Wunder. Und das ist für mich heute noch ein Wunder. Zu erleben, wie eine Macht seine Hand über uns gehalten hat. Und ich bin überzeugt, dass diese Macht unser lieber Gott war. Gott, der aufgepasst hat auf vier Personen, die in diesem Auto gesessen sind. Auf vier Personen, mit denen er noch etwas vorhatte. Der aufgepasst hat auf Menschen, die ihm wertvoll waren. Und ich habe mich gefragt, ob das nicht ein Bild ist für mein Leben. Denn ich habe gemerkt, wie Gott weiter seine Hand über mich gehalten hat. In Situationen, die ausweglos waren für mich. In Situationen, wo ich nicht mehr weiter wusste. Und genauso hält Gott die Hand über dich und über mich in dieser Krise, in der wir uns heute befinden. Die Bibel sagt uns, wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, wer unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn, meine Zuversicht, meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. Gott möchte unsere Zuversicht sein. Unsere Burg, dort, wo wir hinfliehen können, wo wir geschützt sind. Er möchte uns Geborgenheit schenken. Wir dürfen unserem Gott vertrauen. Thank you.